Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Fun Cup mit diesem Team. Ja, zunächst auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ein erfolgreiches Go-Fest gehabt habt, viel geradet habt und ja, einfach das gemacht habt, was ihr machen wolltet. Ich habe ein bisschen gezockt, jetzt nicht allzu viel, habe mir ein paar Event-Attacken geholt, so Roserade und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das Team jetzt performt, denn ja, ihr habt es sicherlich gesehen, ich bin dreifach schwach gegen Elektro. Und mal gucken, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Elektro-Pokémon gesehen, deswegen könnte klappen. Ich bin sehr gespannt. Und genau, ich glaube, Acrostella im Lead sollte gut klappen. Also ich zocke jetzt alle drei Pokémon fast zum ersten Mal. Sehen hier ein Mirror-Match und genau, ich habe jetzt den Mülltreffer mit. Mal gucken, ob das klappen wird. Ist eigentlich fast egal, ob man jetzt mit Mülltreffer oder Schlammwurm gespielt. Der Mülltreffer macht ein bisschen mehr Schaden pro Energie. Aber ja, am Ende des Tages jetzt nicht so entscheidend, glaube ich. Deswegen ist jetzt ein bisschen langweiliges Mirror-Match hier. Aber ist egal, denke ich. Bleib mal drin. Und ich habe auch ganz gute EV hier erwischt mit diesem Acrostella. Konnte man ja im Event, am Go-Fest, konnte man es ja eigentlich gut fangen. Und genau, das Ding ist schon ziemlich gut, auch gegen Azumarill und Co. Deswegen, gut, wie du hier weiter verfährst, wollte ich schon fast sagen. Boden-Pokémon, ja, da gehen wir, glaube ich, sogar in du hast ja die Steinkante. Du hast leider die Steinkante. Muss ich, glaube ich, sogar drin bleiben. Und das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Aber ich opfer jetzt einfach dieses Acrostella. Und ja, du musst dann auch zeitnah einsetzen. Ja, wobei, du kannst eigentlich noch ziemlich gut farmen. Was auch nicht so geschmeidig ist. Ja, ich lasse mir trotzdem drauf gehen. Ist jetzt, glaube ich, so bei 10 mal Lehmschuss. Das heißt, ich kann, ja gut, Steinkante würde schon drücken, leider. 8, 9. Ja, könnte schon die Steinkante sein. Ich lasse es mal durch. Gucken, wie viel das macht. Und, Schlammbaum, okay. Glück gehabt. 5. 6, 7. Oh, gehen wir auf den Gleichstand. Jetzt schilde ich mal zur Sicherheit. Und das sollte jetzt, glaube ich, schon die Steinkante sein. Hätte da noch ein bisschen farben können, tatsächlich. Aber ja, ich mache das jetzt so. Bist du wenigstens weg vom Fenster. Und genau, war jetzt nicht so clever, als hätte man noch ein bisschen mehr Energie holen können. Aber passt schon. So, 3, 4. Hätte natürlich gerne den Säurespeier mit, muss ich sagen. Ich schild das mal direkt. Sieht jetzt nicht gut aus. Aber wir schauen mal. Genau, geht es auf jeden Fall direkt auf Psychokinese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ah, schade, schade. Vielleicht kriegst du da die Senkung rein. Die mögliche Siedewassersenkung. Leid. Nicht. Okay, das wird auf jeden Fall wehtun. Ich weiß nicht, ob ich das tanke. Wahrscheinlich nicht, ne? Gucken einfach mal. Okay, ganz knapp. Ja, ich musste jetzt einsetzen, zeitnah. Aber vielleicht können wir das noch machen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall auf Siedewasser. Muss man auf jeden Fall super... Oh, sehr gut, die Senkung. Das heißt, ich kann ja auf jeden Fall noch ein bisschen farmen. Habe jetzt leider keine Schilde mehr, sodass jetzt die Schlammwoge schon gut drücken wird. Und ich glaube, das ist leider der Loss. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nee, sieht auf jeden Fall schlecht aus. Und aber auch ein sehr interessantes Team vom Gegner. Also, wie gesagt, Acrostella im Lead sollte wohl gut klappen, denn es gab ja jetzt auch Rokara zu farmen im Event. Das wird auch, wie ich das jetzt gemerkt habe, sehr gerne im Lead gespielt. Da ist ja jetzt Acrostella auch ganz okay, denn die starke Mundgewalt wird ja resistiert. Und ja, die Gesteinsattacken sind zwar neutral, aber man hat ja selber auch die Lake und da kann man, glaube ich, schon was machen. Und gegen Boldarus ist man eigentlich auch gut aufgestellt. Ja, und sonst gegen Asu ist man gut aufgestellt. Gegen Maxax resistiert man die Konter. Also es hat schon Vorteile, denke ich. Natürlich, so ein Landhund-Lead ist eklig. Für das ganze Team, was ich jetzt hier zocke oder ähnliches, aber wie gesagt, da
wenn ihr das jetzt hier am Start habt, zockt das gerne. Denn ja, ist schon jetzt so einfach, das zu umgehen, sag ich mal. Natürlich, Dummiese ist ein sehr gutes Pokémon gegen mein gesamtes Team. Aber ich bleibe jetzt einfach mal drin. 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind jetzt bei 8. Das heißt, beziehungsweise ich habe 8. Du brauchst jetzt noch, ich glaube, zweimal Walzer. Ich kriege jetzt einfach noch einen Schlagbruch ab. 5. Okay, nee. Du setzt auf jeden Fall nicht direkt ein. Boah, ich habe gerade jetzt den Count ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ich gehe jetzt einfach direkt auf Mülltreffer. So, zack. Habe jetzt komplett den Count verloren, also... Puh, egal. Ich gehe jetzt hier direkt auf Mülltreffer. Hat schon mal gescheppert. 2, 3, 4. Okay, nee. Soll ich mir den Lead holen? Könnte vielleicht Sinn machen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Back-to-Back hast, aber ich schilde es einfach. Hoffe, dass du nicht zwei Attacken hast. Glück gehabt. Jetzt ist halt die Frage. 2, 3, 4. Gehen einfach nochmal auf Mülltreffer. Ist jetzt bei 5. Ja, Cresselia ist nicht cool. Ist halt die Frage, hast du Seher oder hast du Mondgewalt? Ich glaube, Seher würde hier schon Sinn machen. Wegen den ganzen Gift-Pokémon. Halt echt die Frage. Ich riskiere es jetzt einfach und gehe jetzt in Tentoxer. 10. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich hast du Seher, aber ich mache das jetzt einfach und es wird schon drücken. Okay, das Strauchler. Ja, ist okay. 11, 12, 13, 14. Das könnte jetzt Seher sein. Lass es trotzdem nochmal durch und hoffe jetzt einfach mal, dass das kein Seher ist. Nochmal Strauchler, okay. 1, 2, 3, 4. Ich gehe mal auf Siedewasser im Gleichstand. Und ja, dich wollen wir auf jeden Fall zeitnah weg haben. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Jetzt ist halt die Sache. Ich glaube, ich lasse mich drauf gehen. Du hast leider den Strauchler, das stimmt. Aber mal gucken, wie wir das machen, ne? Hast du ja den Strauchler am Start? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das schilde ich jetzt und hoffe, dass ich jetzt Spielchen machen kann. So. 1. Geh einfach direkt auf Eissturm. Sollte doch, glaube ich, klappen. Cresselia müsste dry sein. Hast jetzt, glaube ich, zweimal Feenbrise durchbekommen. 5, 6, 7. Ah, okay, ja. Ist okay. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Eissturm. Und farm dich dann auf jeden Fall. Und boah, das drückt auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein interessantes Pokémon. Also im Fantasie Cup hat es ja meistens Knuddler und Flammenwurf gehabt. Aber das hat wohl auch Energieball und wow, sehr stark. Also sieht nicht gut aus, leider. Denn Cresselia sollte leider. Vielleicht noch zu zwei Attacken kommen. Beziehungsweise zu einer Attacke, meine ich. Und ja, wird mich leider outspeeden. Und ja, ich bin hier eh weg. Sodass es auf jeden Fall wieder ein GG ist für den Gegner. Und boah, das Ding hat jetzt auch auf jeden Fall reingehauen am Ende. Und ja, aber ihr habt es gesehen, also bis jetzt kein Elektro-Pokémon. Und natürlich, ja, war jetzt ein bisschen blöd mit dem Pflanzen-Pokémon am Ende, aber ja, halb so wild. Wie gesagt, ich wollte mal diese Pokémon zocken und vielleicht waren die anders Parts, dann müssten die schon besser performen. Und Flunschstick ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Deshalb bleibe ich auch mal drin. Ich habe immerhin die Lake. 6, 7, 8. Geh mal direkt auf die Lake. Hast, glaube ich, nicht eingesetzt. Du bist jetzt bei 9 mal Lehmschuss. Erdbeben wird drücken, ich weiß. Aber ich bleibe jetzt einfach mal drin. Da haben wir die schon mal weg, beziehungsweise ziemlich down. Ich lasse das auf jeden Fall durch erstmal. Und genau, ja, haut schon rein. 4, 5, 6, 7. Setzt ja auch direkt ein. Ja, lasse ich auch durch. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen gleich.
Genau. Jetzt bist du, glaube ich, bei 2 Lehmschüssen, ne? 3, 4, 5, 7. Okay, dann lasse ich durch, ja. Steinhagel ist natürlich effektiv, aber hat jetzt nicht, also jetzt kein Stab-Bonus, sodass ich das jetzt erstmal durchlassen kann. 1. Oh, du wolltest abfangen, okay. Geht trotzdem auf Schlagbohrer. Obwohl, ach, das war ganz schlecht von mir. Ich habe ja Tentoxe. Ja, schade, schade, war jetzt nicht gut. Ich hätte einfach direkt rüber gehen müssen. Egal, keine Vorarbeit, damit es gleich ein bisschen einfacher ist. Und das Gute ist, du hast eigentlich nichts Effektives gegen mich. Ich kann dich komplett farmen und kann dann eigentlich auf Siedewasser gehen. Hatte gerade nur vergessen, wie viel Flunschstück hat an Energie. Vielleicht muss ich dann direkt auf Siedewasser mal gucken. Muss dann auf jeden Fall schnell reagieren. Ich farm mich hier, wie gesagt, komplett runter. Und habe dann jetzt mal den Blizzard mit eingepackt. Ich weiß nicht, ob der hier zum Einsatz kommt. Ich meine, vielleicht hätte hier Säurespeicher auch mehr Sinn gemacht. Aber ich zock das jetzt einfach mal. Falls potenziell ein Altar hier hinten ist. So, und jetzt wahrscheinlich auf Siedewasser direkt. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Jetzt muss ich schnell reagieren. Und wir schauen einfach mal, ne? Oh, okay, ich gehe direkt auf Blizzard. Ich bin sehr gespannt, ob du das schilden wirst. Wahrscheinlich schon, ne? Das hat gedrückt. Das hat krass gedrückt, auf jeden Fall. Und lass das auf jeden Fall gehen. Also der Blizzard hat jetzt richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich glaube, der wird mir auf jeden Fall zustimmen. Und ja, ich kann es verstehen vom Gegner, weil ich meine, wer drückt hier blind gefühlt einen Blizzard? Jetzt ist halt die Frage, wer gewinnt das jetzt hier? Denn ich mache ja auch ein bisschen Sofortattackendruck, sag ich mal. Du hast leider die Steinhagel ziemlich schnell immer. Und ich werde jetzt natürlich alles schilden, ist ja ganz klar. Und ich glaube, ich müsste das holen, denn ich werde ja auf jeden Fall nochmal abschwächen. Und Sofortattackendruck hast du nicht. Und deine Wechseluhr sollte auch noch nicht um sein, sodass ich hier dich allen voraussichtlich nach outspeede. Ist die Frage, ich glaube, ich mache jetzt noch eine Sofortattacke. Hoffe, dass du nicht noch einen Steinhagel reinschmuggelst sozusagen, bevor ich den Eissturm hier noch rausbekomme, aber ich denke nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Also Jugong ist auch ein sehr cooles Ding. Konnte man sich ja auch vor ein paar Wochen holen, glaube ich, die Attacke. Und macht auf jeden Fall Bock, denn ja, das ist einfach ein geiles Moveset, denke ich. Das Ding hält auch gut was aus. Oh, du hast ja noch eine Attacke. Das war jetzt auch interessant. Das war richtig schlau. Das war ja richtig schlau vom Gegner. Und ich überlege gerade, wie der Gegner das gemacht hat. Du hattest Flunschschlag und bist dann sozusagen raus, sodass der Eissplitter bei deinem anderen Pokémon ankam. Das war ja sehr interessant. Und das war glaube ich ein 800 IQ-Move. Also ich dachte eigentlich, ich hätte das Rennen schon hier gewonnen, aber du hast sozusagen die Absenkung zurückgesetzt komplett, hattest den Steinhagel und das war krank gut. Muss ich mir mal merken, also das war brutal. Ich weiß gar nicht, wie ich das hätte besser machen können, aber vielleicht dann doch den Eissturm noch aufheben, aber ich glaube, du hättest den CMP, obwohl ich glaube, ich hätte sogar CMP-Teil gewonnen. Das war brutal, also puh, da muss ich erstmal analysieren im Nachhinein. Ich bin natürlich froh, dass der Blizzard gelandet ist, aber das war jetzt krass. Naja, aber auf jeden Fall GG dennoch. War richtig gut gemacht, also ich gehe auf jeden Fall hier auf Mülltreffer. Nur noch ein bisschen Energie. Und ja, ich denke mal nicht, dass du das schilden wirst, oder? Wie gesagt, Schlammburg ist, macht weniger Schaden, macht weniger Energie. Aber ja, gehen wir einfach mal hier auf Mülltreffer. Farben dich jetzt einfach komplett, glaube ich. Vielleicht kriegst du noch 2 Bodyslam hin oder eine Blattgeisel. Aber ja, lass ich durch. Also, mal gucken, ob wir uns den Lead holen können. Und ich glaube, du solltest noch einen Bodyslam rausbekommen. Aber ich glaube, selbst die Blattgeisel müsste ich noch überleben. Deswegen lasse ich das auf jeden Fall durch. Und können uns das hier im Null-Schilde-Szenario auf jeden Fall holen. 3, 4, genau. So, und jetzt gehe ich, glaube ich, in Yugong, ne? Jetzt gehe ich, glaube ich, in Yugong. Und wir schauen einfach mal weiter. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das schilde ich natürlich, ne?
Vielleicht ist das der Köder, aber ich kann ja auf jeden Fall dann abschwächen. Und okay, ist der Köder. Jetzt muss ich direkt auf Eissturm, glaube ich. Im schlechten Timing, aber dann bist du schon mal abgeschwächt und den Orkan werde ich dann auf jeden Fall nicht schilden. So. Der wird auf jeden Fall so oder so noch drücken, aber du bist abgeschwächt, deswegen halb so wild. Und dann sollten wir dich runterfahren können. Du solltest wahrscheinlich noch einen Meteorologen hinbekommen, aber ja, ist okay, denke ich. Der wird jetzt auch nicht so krass drücken. Ich muss gerade nur überlegen, Schlurp hatte noch, ich glaube, ein bisschen KP, ne? Oder zumindest mal keine Restenergie. Deswegen hole ich auf jeden Fall hier noch aus. Und gehe dann, glaube ich, auf Eissturm, perfekt. Oh, das ist unglaublich. Also, ich hätte hier komplett Hops genommen. Und ich habe zwar den Blizzard drüben, aber du hast dann leider noch die Schilde. Kriege ich hier noch einen Eissturm hin? Ich muss es riskieren. Ja, kriege ich nicht hin, leider. Aber, ja, ich gehe einfach hier. Ja, jetzt hätte ich auf jeden Fall Säurespeier gebraucht. Also Blizzard brauche ich hier gar nicht. Ich schild natürlich den Himmelsfeger. Leider gut gemacht vom Gegner. Also, das ist brutal hier. Und, ja, wie gesagt, Säurespeier macht wahrscheinlich mehr Sinn als Blizzard, den man hier eh nicht hat. Ich glaube, Blizzard ist eher was für die Hyperliga. Denn da gibt es ja auch viele Keratiner und andere Flug-Pokémon oder Drachen-Pokémon. Und da hält man ja auch mehr aus, sodass man da eher zur Attacke kommt. Und ich glaube, den Himmelsjäger müsste ich tanken. Ich hoffe es zumindest, da ich noch hier zum Siedewasser komme. Und genau, wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Das kann ich euch versprechen. Oh, das war ganz knapp, okay. Aber dennoch gutes Game vom Gegner, ihr habt es gesehen. Also kam erst mit Altaria rein und ist dann im perfekten Moment raus. Und er ist halt ein bisschen schwer gegen ein Pokémon mit Feuerodem, also quasi einem Einser-Move, da halt korrekt einzusetzen, ist wahrscheinlich unmöglich. Beziehungsweise wenn der Gegner das gut macht, dann ja, wird es schwer. Aber wir konnten hier dennoch einen Sieg holen und potenziell einen zweiten Sieg, ich weiß es nicht. Aber ja, vermutlich dieses Team in diesem, wie soll ich sagen, ja, wenn das so gepaart ist, wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber vielleicht einfach, ja, vielleicht noch einen anderen Pokémon-Typ noch mit reinholen. Würde man natürlich Sinn machen. Gehen jetzt hier in den finalen Kampf rein. Bin wirklich sehr gespannt, was für ein Team uns hier erwarten wird. Sehen einen Flunschlick wieder. Genau, also ja, das ist natürlich nicht gut für uns. Bleib jetzt einfach mal drin. Du bist natürlich nicht raus, denke ich. Deswegen gehe ich einfach direkt auf Lake. Kann mir nicht vorstellen, dass du das abfängst. Denn das ist ja ein ziemlich gutes Matchup für dich. So, mach schon mal ein bisschen Vorarbeit. Ich denke mal, ich werde das Erdbeben durchlassen. Bis jetzt bei 9-mal Lehmschuss. Und ja, wie gesagt, das wird natürlich drücken. Wir machen das jetzt einfach so. So, genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das gewährst du uns noch. Ich glaube, ich bleibe drin, denn soll es uns nicht farmen können, denke ich. Denn ja, ist zwar effektiv, aber wirst, glaube ich, nicht farmen können. Okay, ja. Das ist natürlich der Steinhagel. Jetzt bist du bei 6 Lebensschuss so ungefähr. Mal kurz überlegen, wie wir das jetzt machen. Geht euch auf Yugong. 8, 9, 10. Hast leider Back-to-Back Steinhagel. Ich lasse mal durch, mal gucken, wie viel das macht. Aber ja, macht schon so ein gutes Drittel, denke ich. Und mehr, ja, viel mehr auf jeden Fall. 11 bis jetzt, glaube ich. Ich glaube, ich schild mal langsam. Muss mal gucken, ob ich das jetzt hier noch hinbekomme. Mal schauen, vielleicht muss ich dann doch noch einsetzen. Vielleicht kriegen wir das da hin. Ah, ich muss, glaube ich, doch noch einsetzen hier. Mal gucken, ob du das schilden wirst. Ich denke nicht. Aber da muss er leider meine Energie jetzt ausgeben. Aber egal. Was erwartet uns? Okay. Ja, du hast ja die Laubklinge. Ich gehe jetzt einfach mal auf Eissturm und hau dann, glaube ich, ab. Hoffe, dass du einsetzt, aber ich denke nicht, ne? In schlechtem Timing. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich setze einfach ein.
Und schild ich hier? Ich glaube, ich schild einfach mal. Mal gucken, ob du den Blizzard respektierst. Bin jetzt sehr gespannt. Wahrscheinlich, ja, ich meine, selbst eine. Oh, hier kriegt ein Kommentar. Ja, schönen Dank auf jeden Fall, werde ich dann auf jeden Fall drauf eingehen. Oh! Blizzard wurde nicht respektiert. Das heißt. Auf jeden Fall nochmal danke für den Kommentar. Ich werde dann auf jeden Fall adäquat drauf eingehen. Ich glaube, Chris King war es. Das Gute ist, vielleicht schaffen wir das hier noch. Aber ich glaube, es wird ein knappes Rennen, denn du hast jetzt leider ziemlich schnell die Laubklinge und oder den Kraftkoloss, sodass ja, das hier leider nichts wird. Und hast auch perfekt leider eingesetzt bei Tromborg. Ne, das wird leider nichts. Ja, also mein TD ist auch sehr stark. Und ja, hätte man sicherlich auch besser spielen können. Aber ja, Blizzard, den konnten wir jetzt zweimal landen, korrekt, denke ich. Hätte vielleicht noch, obwohl, nee, also einfach gut gespielt vom Gegner, so, ich wusste nicht, was ich da jetzt machen soll. Aber Manti D ist auch ein gutes Ding, also hat ziemlich schnell die Attacke. Haben wir leider ein schlechtes Set am Start, aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wir konnten mal ein paar Pokémon hier sehen und konnten uns auch von den Gegnern inspirieren lassen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg hier in den letzten, ich glaube, 4 bis 5 Tagen im Fangcup und in der Meisterliga. Schwitzt nochmal gut rein und ihr werdet auf jeden Fall euren Wunschrang erreichen, da bin ich mir sicher. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.